Ja, Herr Landesrat, es gibt eine neue Aktion des Verkehrsverbundes und der Arbeiterkammer, eine Jugendkarte, wenn man das so nennen will. Ja, wie ist dazu gekommen? Ist da das Land tatkräftig am Unterstützen? Ja, wir haben mit der Arbeiterkammer schon in den vergangenen vielen Jahren eine gute Zusammenarbeit, was die Lehrlingsausbildung, was die Lehrlingsqualitätsausbildung anbelangt. Und jetzt sehen wir natürlich auch einen klaren Schwerpunkt in der Mobilität der jungen Leute. Die ist sehr groß und die Dynamik bei den jungen Menschen ist ebenfalls eine hohe. Und hier geht es uns darum, dass auch das öffentliche Verkehrsmittel im Interesse der jungen Menschen steht, dass sie es nutzen. Und hier haben wir Angebotspakete geschaffen, die eigentlich für junge Leute finanziell gut zu berappen sind und dass sie auch sehen, weil es sind ja auch diejenigen der Zukunft, dass sie sehen, die öffentlichen Verkehrsmittel haben eine hohe Qualität, man kommt überall schnell hin und das ist eigentlich der Ansatzpunkt dieses Paketes. Für die Führerscheinneulinge, hier haben wir ein Sonderangebot und zwar 96 Euro für eine Jahreskarte im ganzen Land ist diese gültig und das, glaube ich, ist ein gutes Angebot, das wir hier bieten und wir hoffen auch, dass die jungen Menschen, das werden immer mehr, dieses Angebot nutzen und mit dem öffentlichen Verkehrsmittel dorthin fahren, wo sie ihre Interessen und vor allem auch, wo sie Veranstaltungen auffinden, die sie gerne besuchen. Wie soll es Ihrer Meinung nach jetzt gelingen, die jungen Leute vom Auto auf das öffentliche Verkehrsmittel zu bringen? Ja, das ist eben, sind solche Aktionen, das ist vor allem auch die Bekanntmachung, Aufzeigen. Die Arbeiterkammer, die betreut ja die Lehrlinge, was die Qualitätsausbildung anbelangt. Wenn dort zusätzliche Flyer beigelegt werden, wo man aufzeigt, nützt das, macht das. Ich glaube, Imagekampagnen zeigen, das Auto ist auch was Schönes, aber das öffentliche Verkehrsmittel ist etwas ganz Tolles.